Moin, moin, mein Name ist Robert und willkommen zu einer weiteren Folge von Kerbin Space Academy. Heute mit dem Thema Rendezvous. Und wie ihr seht, sind wir gerade schon auf dem Weg zu unserem ersten Rendezvous. Und was wir jetzt in diesem kleinen Tutorial versuchen werden, ist mit der zweiten Kapsel, hier Bravo genannt, die Kapsel Alpha abzufangen. Und dafür habe ich durch Linksklick hier quasi mit Unset Target, Set Target mir die Kapsel als Ziel gewählt und versuche jetzt ein Rendezvous zu erzeugen. So, und jetzt bin ich quasi aus der Atmosphäre raus erstmal, bin noch gerade im Aufstieg mit der zweiten Kapsel. Und was ich hier schon mal sehe, sind sogenannte Intersect Marker. Das heißt, hier überschneiden wir uns das erste Mal und mein Ziel wird beim Rendezvous hier sein und ich werde hier sein und wir haben eine Entfernung von 33 Kilometern. Und unser Ziel ist es jetzt quasi, unseren Orbit so weit anzupassen, dass wir ein Rendezvous in der Nähe von irgendwie ja, einigen wenigen Kilometern eigentlich schaffen wollen. Das heißt, irgendwo im Bereich so zwischen 1 und 5 Kilometer, im schlimmsten Falle 10 Kilometer, wäre eigentlich ideal. Und damit wir da hinkommen, müssen wir jetzt als allererstes natürlich mal unseren Orbit in Ordnung bringen. Das heißt, wir müssen Gas geben. Und das tue ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich gehe jetzt komplett auf Vollschub. Jetzt müsst ihr aufpassen, es springt hier wahrscheinlich auf Target um. Das stellen wir mal schön wieder auf Orbit zurück. Und weil ich faul bin, lasse ich das hier den Piloten machen. So, ich ziehe jetzt erstmal meinen Orbit groß. Was wir machen, ist quasi hier Valentina nachher zusammenbringen mit der Kapsel von Jebediah, die da hinten angeflogen kommt. Die ist momentan schneller als wir, holt auf. Wir gehen jetzt aber in einen höheren Orbit. Das heißt, das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal den Orbit angleichen und dann lassen wir uns von Jebediah einholen. Wie ihr seht, haben wir hier noch ein paar Ungenauigkeiten. Und was ich euch jetzt gleich zeige, ist, wie wir aus diesen Ungenauigkeiten im Prinzip ein relativ exaktes Rendezvous machen, wo sich die beiden Kapseln treffen werden. Das erste, was wir mal gucken können, ist in unserem Ziel, das hat eine Periapsis von 82 Kilometern und eine Apoapsis von 85 Kilometern. Das heißt, wenn wir uns in dem Bereich bewegen und jetzt seht ihr hier schon, oh, hier ergeben sich Treffpunkte. Ja, dann werden wir irgendwo der Sache näher kommen. Und je mehr Schub wir jetzt rausgeben, sehen wir hier gerade, wird unser Intersect immer kleiner. Und ich würde sagen, das ist auch der Intersect, den wir gleich nehmen werden für unser Rendezvous. Wird es noch viel besser? Viel besser wird es nicht. Na gut. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Ich brenne das jetzt noch kurz hoch auf 70 Kilometer. Dadurch wird der Intersect hier zwar, oder die Separation, ein bisschen schlechter. Aber das ist nicht so wild. Wir wollen ja auf jeden Fall auch nicht wieder in die Atmosphäre eintreten. So, was jetzt passiert ist? Unser Sprit ist alle. Ich nehme jetzt mal den Schub raus. Wir sprengen die letzte Stufe ab. So. Und was jetzt passiert, ist eigentlich was ganz Einfaches. Und zwar, wenn wir mal genau hingucken, beziehungsweise mal genau hingucken, wenn wir den Planeten aufmachen, ist unser Orbit ein bisschen höher hier auf der Seite als der Orbit von Jebediah. Und dadurch holt uns Jebediah jetzt langsam ein. Das heißt, wenn wir jetzt mal genau hingucken, sehen wir hier, dass die Zahl von Distance immer kleiner wird, bis Jebediah schlussendlich uns überholen wird hier hinten. Aber dann fahren wir wieder auf der Innenbahn und die Innenbahn ist schneller, also die blaue Bahn hier, als die äußere Bahn. Und wir sind ganz knapp über der Atmosphäre, also holen wir Jebediah wieder ein. Und letztendlich heißt das, dass wir hier hinten auf 12 Kilometer an Jebediah rankommen werden. Und genau da spulen wir jetzt auch mal hin, weil 12 Kilometer ist eine ganz feine Sache eigentlich. So, und jetzt mache ich Folgendes. Hier auf der Apoapsis drehe ich mich jetzt prograde und gebe ganz, ganz vorsichtig ein bisschen Schub. Und verkürze jetzt, weil ich meinen Orbit größer mache, den Abstand immer weiter, weil wir uns immer näher kommen. Und jetzt schlägt es um und wir sind auf 4 Kilometer. Das heißt, hier vorne im Sonnenlicht, deshalb mache ich es hier vorne und nicht da hinten, wo wir den ursprünglichen Treffer hatten, versuchen wir jetzt ein Treffen mit Jebediahs Kapsel zu arrangieren. Und bis dahin zeitraffern wir uns erstmal nach vorne. Und gucken dann mal, wie wir das hinbekommen. Zwei wichtige Sachen. Wenn ihr wirkliche Rendezvous fliegen wollt, das ist ja bei den Rettungsmissionen, haben wir das ja auch schon gemacht, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, wenn ihr RCS-Systeme mit an Bord habt. Die bekommt ihr relativ zeitig im Spiel. Ich zeige euch jetzt gleich einmal, wie die aussehen und wie ihr die benutzen könnt. So, was wir jetzt hier vorne machen, ist einmal unser Navball umschalten auf Target.
Und dann gehen wir ins Retrograde rein. Wenn ihr das noch nicht per Autopilot, also quasi durch den Piloten machen könnt, auch nicht so wild. Und was wir jetzt allererstes machen, ist unsere Geschwindigkeit angleichen. Im Retrograde gleichen wir immer mit unserem Ziel die Geschwindigkeit an, weil das Craft Alpha jetzt quasi beginnt, von uns wegzufliegen. Und als allererstes wollen wir genau auf der gleichen Position verharren wie unser Ziel. Versucht das so möglichst nah an die Null ranzubrennen. So, und wenn das dann umspringt, sucht ihr euch den Zielmarker. Das ist dieser Kreis hier und richtet euch auf den aus. Da seht ihr dann auch, dass eure Nase sich quasi auf euer Ziel da oben ausrichtet. Und dann gebt ihr langsam ein bisschen Schub und versucht euren Marker, den gelben, mittig in das Ziel zu bekommen. Ja, und sobald er mittig auf dem Ziel ist, gebt ihr wieder ein bisschen Schub, übertreibt es nicht, geht hier nicht irgendwie über 20 Meter pro Sekunde raus. Und jetzt könnt ihr euch schon mal Retrograde drehen. So. Und was jetzt passiert ist, ihr seht das hier, wir driften jetzt, ich nehme ein bisschen Zeitraffer rein, dass man das sieht, wir driften jetzt an das Docking Craft Alpha ran und kommen immer näher. Und wenn wir die Höhe erreicht haben, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt unter 1000 Metern, da möchte ich mit euch im nächsten Tutorial das Andocken üben, also wie man zwei Docking Ports gegeneinander schraubt, und dafür bremsen wir jetzt einmal schon mal ab, sodass wir jetzt gleich dann im nächsten Tutorial quasi zwei Crafts haben, die aufeinander zudriften können. Mit nur noch einem Abstand von 900 Metern und quasi fast keinem Geschwindigkeitsunterschied mehr. Und hier ist im Prinzip auch schon unser Rendezvous. Wir haben jetzt zwei Schiffe, die sehr, sehr nah beieinander sind. Wenn wir ein bisschen raus zum... Ah, da unten seht ihr noch unsere Kapsel. Seht ihr hier quasi unser Ziel, wo wir hinwollen. Und das machen wir dann gleich im nächsten Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Kerbin Space Academy.